durcheinander in der deutschen Abwehr. Schumacher immer noch nicht am Ball. Und als der Bulgare Iliastov reklamiert, da gibt der Schiedsrichter Freistoß für die deutsche Mannschaft, die sicher sehr, sehr froh ist, diese prekäre Situation überstanden zu haben. Sie sehen, dass sich wirklich hier jeder behindert, jeder den anderen. Und dass dann der Freistoß ist, wie eine Lösung kommt, hier das Handspiel von Hans Müller reklamiert, in Wirklichkeit im hinteren Mittelfeld arbeitet und auch Rummeniges Kreise stören soll, Eckball. Und Tor von Kalk. Das war ein bildschönes Tor nach genau 14 Minuten. Alle Abwehrspieler haben den Ball verpasst und dann Kalt kurz entschlossen den sicher wichtigen Führungstreffer hier geschossen. 1:0 für die deutsche Mannschaft nach 14 Spielminuten und hier kommt die Wiederholung. Müllers herrlich angeschnittener Ball, Rubesch kommt nicht an das Leder, Rummenigge springt vorbei und Kalt wundervoll genommen und genau oben im Eck sitzt der Ball zur 1:0 Führung. Sicherlich gibt das dem Spiel der deutschen Mannschaft. Gute Möglichkeit für Iliastov und knapp am Tor vorbei. 1 Meter Iliastov, Pech gehabt. Keine Abseitsstellung. Keine Abseitsstellung, aber hervorragende Stellungsspiel von Torhüter Christoph. Sehr schönes Spiel von Magath. Und Rummeniges Abschluss leicht verzogen. Und Rubesch, immer noch am Ball, hat einen Gegenspieler, drei Mitspieler. Rummenigge, Möglichkeit zum Tor, ist gegeben. Noch einmal außen, das gibt Elfmeter, das kann nichts anderes geben als Elfmeter. Oder ich habe von diesem Spiel keine Ahnung mehr. Es ist Elfmeter in der 35. Spielminute. Rummenigge war allein auf dem Weg zum Tor und Rubesch hat gepflegt. Elfmeter. Sehen Sie, wie der Torhüter ihm mit der Hand die Beine wegnimmt. Kalt könnte sein zweites Tor machen und der deutschen Nationalmannschaft an ihr Sorgen nehmen. Für die deutsche Nationalmannschaft in der 36. Spielminute wiederum durch Kalt, der seinen goldenen Tag hat. Zu dem nicht sehr viel zu sagen ist.